Einen schönen guten Morgen zusammen im Namen der Firma Bluebeam. Wir haben Punkt 10 Uhr. Es trudeln noch ein paar Teilnehmer rein. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne die Chance nutzen, dass der ein oder andere vielleicht aus dem Vortermin noch die Chance hat, sich bei uns einzuwählen. Und dann werden wir in den nächsten 1 bis 2 Minuten auch starten können. Ah, vielen herzlichen Dank für Ihre Geduld. Wir sind mittlerweile 2 Minuten über der Zeit. Der ein oder andere mag vielleicht noch dazukommen. Nichtsdestotrotz, wir wollen pünktlich sein. Wir ehren die Zeit, die Sie für uns aufbringen. Und dementsprechend nochmal an dieser Stelle ein ganz herzliches Willkommen. Auch im Namen des gesamten Bluebeam Deutschland Teams heiße ich Sie heute recht herzlich willkommen. Mein Kollege Patrick Scheer, er ist Technical Account Manager, und ich werden Sie hier in den nächsten 45 bis 50 Minuten durch dieses Webinar führen. Mein Name ist Ingo Butterbeck. Ich bin zuständig im deutschsprachigen Vertrieb hier bei der Bluebeam und freue mich, dass Sie heute Morgen so zahlreich aus Österreich, der Schweiz und Deutschland hier dazugekommen sind. Ich wünschte, ich könnte sagen, bei herrlichem Sonnenschein, aber lagen wir doch eher, glaube ich, bei winterlichen Temperaturen, zumindest hier in Münchner Gegend bei 7, 8 Grad. Aber durch die Corona-Situation vielleicht bedingt, dass der ein oder andere nicht nur im Homeoffice sitzt oder vielleicht da ja dann doch schon irgendwo bei einem Baguette und einer Tasse Kaffee draußen in einem Café. Das würde ich Ihnen wenigstens zumindest wünschen. Wir bieten Ihnen an, mit uns zu interagieren. Stellen Sie uns Fragen in der Chatbox, die Sie unten sehen. Sie haben da drei Icons. Wenn irgendwas technisch nicht funktionieren sollte, entweder der Bildschirm ist eingefroren oder wie auch immer, klicken Sie einfach auf das Bildschirmsymbol, auf dieses Präsentationssymbol. Dann wird das einmal ausgeschaltet und wieder eingeschaltet. Das mag vielleicht dem einen oder anderen helfen. Wenigstens sind das unsere Erfahrungswerte aus den letzten Webinaren, die wir hier gegeben haben. Ansonsten, wie gesagt, stellen Sie Fragen. Wir werden diese im Laufe des Vortrags dann versuchen, mit unserer Hilfe hier zu beantworten. Und was wir nicht beantworten können, können wir selbstverständlich dann noch offline nehmen. Ja, was können Sie heute von uns erwarten? Ein wenig mehr Informationen von mir zu unserem Umfeld, unserer Firma, bevor dann der Herr Scheer Ihnen unsere projektspezifische Kollaborationssoftware für die Bauindustrie in ihren Funktionen vorführen wird. Bevor wir in das Thema Digitalisierung starten, möchte ich ganz gerne Ihre Interaktion hier schon begrüßen wollen. Wir haben eine kleine Umfrage vorbereitet. Im Rahmen der Digitalisierung arbeiten wir mit unterschiedlichen Medien. Und uns würde interessieren, mit welchen Datenformaten werden Sie denn heute schon konfrontiert? Also Sie haben so circa 30 Sekunden hier, ein bisschen was anzuklicken, Links, DBG-Dateien, PDF, IFC, wie auch immer, vielleicht auch das gute alte Papier. Sie haben auch mehrere Möglichkeiten zu antworten. Freue mich, klicken Sie freundlichst rein in das ein oder andere Feld. Und dann schauen wir mal, was bei der ganzen Sache herauskommt. Ja, da tut sich was. Das freut mich zu hören und zu sehen. Ein paar Sekunden haben wir noch. Gebe ich Ihnen noch mal, dass Sie noch mal reinschauen. Und dann schauen wir mal, wie die Umfrage da dementsprechend
ausgefallen ist, dann müssten wir dementsprechend jetzt hier ein Bild bekommen. Super, ausgezeichnet. Ja, 100% PDF. Wow, Sie sind in der Digitalisierungswelt angekommen. Aber es gibt auch 100% Papier. Das heißt, da ist sicherlich das eine oder andere noch im Argen. Aber vielen herzlichen Dank auf jeden Fall für Ihre Teilnahme. Freut mich, dass wir hier einen kleinen Einblick in Ihre persönliche Umgebung Ihres Unternehmens dementsprechend gewinnen konnten. Ja, warum haben wir diese kleine Umfrage gemacht? Es geht um das Thema Digitalisierung. Also 65% der Bauunternehmen verschlafen die Digitalisierung. Sie glauben ein hartes Statement, finden Sie von meiner Seite aus? Nein, eigentlich nicht. Also bereits im Jahr 2017 hat die Accenture eine Untersuchung unter den Top 500 Kunden dieser Welt zum Thema Digitalisierung durchgeführt. Und dabei stand eigentlich die Telekommunikationsindustrie, wie gesagt, vor 4 Jahren mit über 84% an der Spitze. Der Durchschnitt aller Unternehmen lag bei 55%. Ja, da fragen Sie sich, wo sind die Baufirmen gewesen? Die lagen nur bei 40%. Nur die damalige Öl- und Gasindustrie war mit 37% noch weniger digitalisiert. Sie glauben, das hat sich geändert? Na, nicht wirklich. Also kein Budget, keine Zeit und noch nicht der Bedarf an digitalen Arbeitsweisen. Also wie zu häufig habe ich sowas schon von Architektur und Planungsbüros gehört, dass die Digitalisierung aufgrund genau dieser Struktur nicht so richtig vorankommt, wie sie es eigentlich hätte längst möglich sein können oder möglich sein müssen, um hier ihnen auch dementsprechend zu helfen. Wir glauben, dass die Konvertierung in sogenannte IFCs, also Industry Foundation Classes, oft mehr Risiken mit sich bringt als erhofft. Und auch hier dürften die Modelle unter der Mengenermittlung manuell auf Validität dennoch und immerhin noch geprüft werden. Also die vollständige Digitalisierung wird sicherlich noch in den nächsten Jahren nicht abgeschlossen sein. Aber die Digitalisierung rechnet sich. Der BIM-Markt wird von 2020 auf 2022 um circa 10% steigen. Gerade in diesen ungewöhnlichen Zeiten, in denen wir uns ja hoffentlich nicht mehr allzu lange befinden in der Pandemie, wird die Digitalisierung auch in Ihrer Industrie verstärkt vorangetrieben. Das sagen sowohl Planer als auch ausführende Unternehmen zu 96% im Rahmen einer im Dezember 2020 durchgeführten Studie von der PricewaterhouseCoopers. Was bringt nun diese Digitalisierung? Wir befragten mehr als 7.000 Kunden in Nordamerika hierzu. Sicherlich, der amerikanische Markt ist nicht ganz vergleichbar mit dem europäischen Markt. Und trotzdem, dass Sie mal ein bisschen eine kleine Übersicht hier bekommen konnten, was wir selber als Bluebeam hier herausgefunden haben. Und diese Positivliste geht von der Vereinfachung von Prozessen bis hin zu mehr Umsatz und einem verbesserten Betriebsergebnis. Aber ganz entscheidend ist auch hier die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Und die sollte unbedingt erwähnt werden. Wenn man mit den richtigen digitalen Medien ausgestattet ist, ist die Kundenzufriedenheit oder die Mitarbeiterzufriedenheit von Ihrer Sicht aus doch dementsprechend wesentlich erhöht. Ein starker Partner auf diesem Weg in die Digitalisierung ist der Nemetschek-Konzern. Dieser erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr knappe 600 Millionen Euro Umsatz mit mehr als 2.900 Mitarbeitern weltweit. Die Nemetschek-Gruppe und ihre verbundenen Unternehmen bieten Software für alle Lebensphasen eines Gebäudes. Das startet mit der Planung und dem Design, über das Gestalten und Errichten bis hin zum Betreiben und Verwalten. Die Nemetschek versteht nicht nur die BIM-Welt, sondern gestaltet diese durch ihre Tochtergesellschaften aktiv mit. Wer ist nun Bluebeam? Nun, wir sind kein Neuling, auch wenn man uns in Deutschland oder in den deutschsprachigen Regionen noch nicht so ganz wahrgenommen hat. Die Bluebeam wurde 2002 gegründet und wir sind seit 2014 ein Teil des Nemetschek-Konzerns. Wir sind in über 130 Ländern im Einsatz und diese mit mehr als 2 Millionen aktiven Nutzern unserer Software. Bluebeam steht für ein erfahrenes Team in der C-Branche. Wir sorgen für die papierlose, wir haben es gerade gesehen, für die papierlose Bauplanung kombiniert mit einer für den Nutzer intuitiven Bedienungsführung.
Aber gerade in Zeiten der Zusammenarbeit bietet Bluebeam mit seiner Software eine hervorragende Gestaltung von Arbeitsabläufen innerhalb eines Unternehmens. Aber auch darüber hinaus in Verbindung mit zuarbeitenden Firmen innerhalb eines Bauprojektes. Dabei konzentriert sich Bluebeam auf den Bereich und deren Arbeitsläufe in der Gestaltung und Errichtung eines Gebäudes oder Projektes, also die klassische Phase 5 und 6 innerhalb eines Projektes, Bauprojektes. Ja, wofür stehen wir? Wir wollen gemeinsam mit denjenigen, das sind Sie, die unsere Welt bauen, Ihr Arbeitsleben verbessern. Dabei möchten wir gerne als zuverlässiger Partner der Branche wahrgenommen werden und die dabei auftretenden Herausforderungen, die sich natürlich selbstverständlich auch während der Digitalisierung ergeben und deren menschlichen Genialität, die ein jedes Bauprojekt hat, diese wollen wir entfesseln. Naja, schon eine ganze Menge Philosophie, denken Sie, die sich diese vorherige Seite da dementsprechend ergeben hat. Aber was machen wir eigentlich? Ne? Also wir bieten eine für den Bau spezifische Schnittstellensoftware an, die die Teams flexibler, effizienter und beweglicher macht. Wie machen wir das? Wir entwickeln also diese Software, um den Menschen in den Bauprojekten eine effizientere Zusammenarbeit zu ermöglichen und diese schneller abzuschließen. Warum tun wir das? Wir lernen aus den Aufgabenstellen unserer Kunden und entwickeln daraus entsprechende Werkzeuge und Lösungen. Also die kontinuierliche Verbesserung dieser Software, die sich gerade in den letzten 10, 15 Jahren ergeben hat, ermöglicht es uns erst, dort zu sein, wo wir heute mit über 2 Millionen Nutzern stehen. Naja, jetzt können Sie sich sagen, der Herr Butterbeck, der kann Ihnen da viel erzählen. Können wir das denn auch alles belegen? Ja, selbstverständlich. Also wir haben viele, viele Unternehmen, ob klein oder groß, weltweit agierend oder lokal, gehören mittlerweile zu unseren Kunden. Sie sehen hier nur einen kleinen Ausritt aus unserer Projektliste. Mit unserer Software werden Projekte im Verkehrswegebau oder Hochbau absolviert, aber auch im Tunnel- oder Garten- und Landschaftsbau gestemmt. Dabei haben wir die Philosophie, geht nicht, gibt es nicht. Ja, zu unserem Produkt Revu innerhalb des Unternehmens Bluebeam möchte ich Ihnen ganz kurz, bevor der Herr Scheer gleich zu dem Wesentlichen kommt, einfach nur eine kleine Leistungsbereichsübersicht geben. Also was machen wir? Wir haben eigentlich die Funktionalitäten, die wir abbilden mit unserer Software in der Bauplanprüfung, deren Bauplanverwaltung, Materialkostenberechnung, Dokumentenverwaltung ist ganz, ganz wichtig. Ich sprach es vorhin an zum Thema Kollaboration, ist ein Schwerpunkt unserer Software. Sie können von der Mängel- oder beziehungsweise Mengenermittlung dann in eine Angebotsprüfung überführt werden, Informationsanfragen damit gestalten, bis hin zur Projektübergabe oder die Baustellenlogistik, um zu prüfen, ob alles dementsprechend auch ordnungsgemäß ausgeführt worden ist. Möchte ich noch mal einen kleinen Schwerpunkt von Ihrer Seite aus erfragen, bevor der Herr Scheer jetzt gleich ein bisschen interaktiv zu diesem Thema kommt. Ich würde mich noch mal freuen, von Ihnen zu hören, wie sind denn Ihre Schwerpunkte in der Planbearbeitung heute? Machen Sie das schwerpunktmäßig nur in Form von Planprüfungen, also Markups? Kümmern Sie sich schwerpunktmäßig um das Thema Mengenermittlung oder machen Planvergleichung? Oder sagen Sie eigentlich im Rahmen der PDF, die ja doch intensivst mittlerweile genutzt wird, machen Sie alles davon? Auch hier würde ich mich freuen. Wie gesagt, Schwerpunkt, deshalb nur eine Thematik zur Auswahl. Wenn Sie uns hier ein kleines Feedback geben könnten. Ausgezeichnet. Ja, da kommt das ein oder andere mit dazu. Und der Patrick freut sich schon wie ein Flitzebogen auf die Ergebnisse. Genau, alles davon. Wow, das macht es Ihnen natürlich nicht leichter, aber nichtsdestotrotz, dafür haben wir uns natürlich vorbereitet. Also, es wird alles gemacht. Ein kleiner Schwerpunkt haben wir hier dementsprechend in der Mengenermittlung. Okay, Planvergleiche werden nicht gemacht. Patrick, vielleicht erzählst du trotzdem mal so ein bisschen was auch über, was man machen kann mit unserer Revu-Software, gerade zum Thema Planvergleich. Aber ich freue mich, dass du jetzt gleich deinen Bildschirm teilst und uns ein bisschen dazu berichtest,
wie denn unsere Bausoftware Bluebeam Revu funktioniert. Du hast das Wort. Ja, danke schön. Also das ist gut zu wissen. Sie werden jetzt auch mein Bildschirm so langsam sehen. Moment, ich muss ganz kurz in. Ich mache es nochmal. Heilen. Jetzt war ich nicht schnell genug. Also wir bleiben dabei, wenn zwischenzeitlich, meine Damen und Herren, da irgendwelche Fragen sein sollten zu der Software und das, was der Herr Scherder Ihnen da gleich zeigt. Immer Feuer frei. Ich werde versuchen, das ganze Thema im Hintergrund etwas zu moderieren. Kann ich jetzt sehe ich auch mein Bildschirm. Ja, so, ich habe kurz auf die Bestätigung gewartet. Also Sie sehen mittlerweile mein Bildschirm, unser Programm Bluebeam Revu. Ich habe schon auch eine Zeichnung geöffnet. Ich möchte erst ein bisschen etwas erzählen über die Oberfläche. Die Herausforderung beim digitalen Arbeiten mit Plänen ist natürlich immer die Bildschirmfläche. Papier, meistens in A0-Format, sehen Sie alles ganz deutlich und bisher war es immer eine Herausforderung, am Rechner das gleiche Übersicht zu bekommen und gleichzeitig auch das gleiche Detail zu sehen. Also deshalb haben wir unsere Oberfläche so eingerichtet, dass die Werkzeuge möglichst an der Seite in Seitenleisten und Seitenpanelen untergebracht werden, die ausgeklappt werden können nach Bedarf und wieder eingeklappt werden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Das alles kann man noch mit mehreren Monitoren verbessern, indem man zum Beispiel die Zeichnung komplett auf dem zweiten Bildschirm abbildet und dann entsprechend die Werkzeuge auf dem anderen Bildschirm weiterhin handhabt. Damit haben Sie immer maximal Platz für Ihre Zeichnung, um immer das bestmögliche Detail zu sehen oder das größtmögliche Übersicht von Ihrem Plan. Gut, dann ja, zu den Werkzeugen. Also hier sehen Sie dann die verschiedenen Seitenleiste und im Grunde genommen arbeiten wir für die Planprüfung oft mit die bekannten Anmerkungen. Die sind hier untergebracht. Eine sehr bequeme Funktion bei uns ist der Walker Plus. Das ist eigentlich eine Kombination aus einer Wolke, um ein bestimmtes Gebiet zu markieren. Und dabei ein Text, den man dann eventuell so außerhalb der Zeichnung ziehen kann. Einzelbüro. Und damit, die können Sie so gestalten, wie Sie möchten, um vielleicht nochmal mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema in der Zeichnung zu bringen, also mit einer Farbe, Füllfarbe, als hervorzuheben, damit Sie weiterhin die Details in der Zeichnung sehen und das zum Beispiel auch mit Textfeld und Textbox, so wie Sie das vielleicht haben möchte, um die Aufmerksamkeit auf die einzelnen Themen in Zeichnung zu bringen. Diese Werkzeuge, wenn Sie sie so gestaltet haben, die sind auch immer vorhanden in Ihrem Toolchest. Ein Toolchest ist bei uns eine sehr bequeme Möglichkeit, um die zuletzt verwendeten Werkzeuge wieder zu verwenden oder auch permanent in einem Werkzeugkasten abzulegen, damit sie sie immer wieder verwenden kann und dass sie die Werkzeugkasten als Teil eines Profils auch an weitere Mitarbeiter verteilen können, damit sie letztendlich allen mit den gleichen Standards und die gleichen Markierungen arbeiten können. An diese
Markierung können Sie auch weitere Elemente hinzufügen. Sie können zum Beispiel ein Bild hinzufügen, entweder direkt von Ihrem Kamera, wenn Sie auf einer Baustelle sind, oder aus einer Datei einer vorher aufgenommene. Bild wählen von Moment, Baustelle. Bin ich ganz kurz in mein Mängel-Ordner, die ich gerade nicht finde, aber ich habe schon ein paar Baustellen-Bilder. Können Sie auch ein Bild direkt aus einer Datei hinzufügen? Gut. Dann, Sie können auch eine Verknüpfung hinzufügen. Sie sehen hier zum Beispiel an dieses Symbol mit dieses Hyperlink, dass an diese Bemerkung auch ein Link, die kann ich dann direkt auch öffnen. Das ist eine Montageanleitung von diesem Konferenztisch hier. Und Sie können auch wieder Verknüpfungen in andere Dokumenten zurück zu Ihren Zeichnungen machen. Also damit Sie auch die Dokumente intelligent miteinander verknüpfen können. Also etwas, was Sie mit Papier natürlich nicht machen können. Sie müssen dann durch ein Stapel Papier blättern, in verschiedene Ordner nachsuchen. Und weil wir hier alles auf Basis von PDF bearbeiten, können Sie somit sehr bequem die Dokumente miteinander verknüpfen. Gut, ein ganz besonderes Beispiel von unsere Markierungen sind unsere Abmessungen und mit unseren Abmessungen auch Mengenermittlungen zu erstellen. Dazu wechsle ich kurz in ein anderes Profil. Also das ist mein relativ Profil für alle Standardarbeiten. Ich kann wechseln in zum Beispiel mein Profil für die Mengenermittlung und dann sehen Sie auch, jetzt öffnen sich mehrere Werkzeuge mit mehreren Materialien, um meine Materialien zu erfassen. Jetzt schließe ich mal kurz diese. Und ich bin jetzt in einem Plan, wovon ich die vielleicht Bodenbelage, vielleicht die verschiedenen Materialien erfassen möchte. Gut, ich fange immer an mit das Kalibrieren von einem Plan. Also ein Plan, ein PDF, ist ein Maßstab, nach Maßstab gedrückte Zeichnung. Also es gibt immer einen Maßstab. Deswegen muss ich einen Plan kalibrieren. Klicke auf Kalibrieren und ich wähle zwei bekannte Punkte in meiner Zeichnung und gebe dazu die Abstand ein. Also hier habe ich zum Beispiel 9,10 Meter. Ich kann das so hier eintrage. Und was Sie auch sehen, in dieses kleine Quadrat, was an meinem Mauszeiger hängt, das ist unsere Fangfunktion. Und mit dieser Fangfunktion nutzen wir auch die vektorbasierte Information, die schon vorhanden ist in einer Zeichnung, damit ich immer die richtige, das richtige Punkt erwische. Gut, jetzt habe ich es kalibriert, 9,10 Meter, kann es nochmal prüfen, durch eine einfache Längenmaß hier zu platzieren und das stimmt auch. Also jetzt weiß ich, dass meine Abmessungen in die Zeichnung, ob es jetzt Flächen sind oder Längen oder andere Maßen, dass sie sehr genau erfasst werden. Mengen kann ich direkt aus meinen Werkzeugkasten nehmen. Das Vorteil ist dann, dass die natürlich schon eine bestimmte Gestaltung haben, dass sie schon bestimmte Attribute definiert haben, also das hier zum Beispiel als Parkett. Aber ich habe natürlich auch immer die allgemeinen Werkzeuge zur Verfügung und kann dabei immer selbst die Eigenschaften von meiner Messung eingeben, also was für Material es ist. So sollte ich noch kein vorab erstellte Werkzeugkasten haben. Und ich kann natürlich, wie ich vorher auch gezeigt habe, die Werkzeugkasten auch immer dynamisch erweitern, indem ich ein neues erstelltes Material an diese Werkzeugkasten hinzufüge, damit diese
das nächste Mal einfach Standard mir zur Verfügung steht. Was wir auch als Vorteil bei der Mengenermittlung nutzen, ist, dass die Datenpläne sind vektorbasiert, dass wir weiterhin diese, das vektorbasierte Charakter von einem Plan verwenden, um die Flächen zu füllen. Also Sie sehen hier zum Beispiel gekrümmte Ecken, kann man alles nachziehen, aber wir haben dafür ein Werkzeug, das heißt dynamische Füllung. Und mit dieses Werkzeug kann ich erstmal die Türe zumachen. Also wir erkennen ja alle durchgehende Linien. Und dadurch müssen wir erstmal die Türe zumachen. Und ich kann auch direkt mehrere machen, wenn ich hier auch die hier noch zumachen möchte, um dann auch gleich mehrere Räume zu erfassen. Und das mache ich mit einem virtuellen Eimer Farbe. Und ich kippe die um in mein Zimmer und er erkennt immer alle Linien im Zimmer und füllt diese aus, bis er eine geschlossene Linie begegnet. Ich kann diese nochmal machen. So. Und dann stehen wieder mehr die allgemeinen Messwerkzeuge, aber auch alle Messwerkzeuge aus meiner Werkzeugkasten, mein Toolchest, stehen hier zur Verfügung. Also ich muss lediglich hier auswählen, dass ich auch davon einen Parkettboden definieren möchte. Ich habe auch die Möglichkeit, eine Umfangsmessung zu machen, wenn ich gleichzeitig zum Beispiel eine Wandfläche ermitteln möchte, hier eine Wandfläche mit einer Höhe von 3 Meter oder eine gefließte Wandfläche, je nachdem, was ich gerade vorhabe. Ich muss nur einmal diese Flächen definieren und ich kann sofort Fläche und Wandfläche definieren. Eventuell noch Volumen, wenn ich vielleicht noch ein Betongussfundament in diesem Bereich, kann ich auch Volumen definieren. Also alles gleichzeitig, wenn ich das möchte. Ich klicke einmal auf Anwenden und die Mengen werden erfasst für diese Räume. Das spart mir natürlich ganz viel Zeit, wenn gegenüber das Ausmessen oder was für Methode Sie auch haben, berechnen von Länge mal Breite, hier sogar eine schiefe Kante, dass Sie auf diese Weise das Programm Ihnen hier die Gesamtwerte übermittelt. Das kommt alles zusammen in der Markup-Liste, die ich hier so langsam nach vorne geschoben habe. Und dort sehen Sie das mit Betreff Etikett und eventuell noch auf eine bestimmte Ebene abgelegt. Automatisch wird hier mehr Metadaten erfasst. Wer hat es gemacht? Wann wurde es gemacht? Dann die verschiedenen Messungseigenschaften. Das kommt alles zusammen in unserer Markup-Liste. Wenn ich dann zum Beispiel wechsle zu einem Plan, wo dann schon einiges gemacht wurde, das wäre dann diese ein bisschen auszoomen, dann sehen Sie, hier sind alle Flächen erfasst und ich habe von alle Pläne, alle Detailpläne, habe ich die Mengen erfasst. Hier habe ich das Außenbereich, Belagerneuerung, Gehweg erfasst. Hier habe ich die Innenbereiche erfasst. Sie können auch die Gesamtwerten mittels einer Legende in die Zeichnung platzieren, damit Sie dann später auch das präsentieren können als Zeichnung. Hier sind zum Beispiel Licht- oder Elektrizitätsversorgungs Anschlusspunkte gezählt und so können Sie den Plan weiter vermessen und inventarisieren, welche Materialien Sie brauchen. Patrick,
Gibt es eine Frage zwischendurch? Ja, genau, absolut, richtig, genau. Wir haben ein paar Fragen gerade zu diesem Thema, das ja doch wirklich die meisten Leute interessiert, hereinbekommen. Vielleicht machen wir es relativ kurz und schnell, damit hier die Fragen direkt beantwortet werden können. Kann man die vorgefertigten Profile irgendwie downloaden, war eine der Fragen. Ja, wir haben eine Webseite, die heißt Bluebeam Review Extensions. Ich klicke mal kurz, aber die kann ich eventuell noch. Es heißt Bluebeam Review Extensions. Und vielleicht jetzt in die Details. Das können Sie über Google können Sie das sowieso finden, wenn Sie das eingeben. Und dann, dann haben Sie da kundenspezifische Bibliothek. Ich ziehe mal ganz kurz hier im Bild. Werkzeugsets, Stempeln. Diese Seite gibt es auch auf Deutsch, aber hier in der Schnelle ad hoc habe ich als erste die Englische gefunden. Die Inhalte sind gleich, nur die Begleittext ist halt auf Deutsch. Und hier bei Estimation haben Sie dann verschiedene Werkzeugsets zur Verfügung. Auch Symbole stehen zur Verfügung. Da können Sie die herunterladen. Genau. Es gibt auch Zulieferer oder weitere Parteien, die auch Werkzeugsets anbieten, also dass Sie die dann käuflich auch erwerben können. Genau, also vielleicht Hinweis, richtig. Also es gibt gerade für die Schweiz, wissen wir das verbindlich, da gibt es einen Vertriebspartner unseres Hauses, der sich hier zu diesem Thema schwerpunktmäßig aufgestellt hat und verschiedenste Dinge anbietet. Wenn Sie da Bedarf oder Interesse haben, funken Sie uns danach bitte einfach an oder auch per E-Mail und wir stellen Ihnen dann dementsprechend die Kontaktdaten zur Verfügung. Vielleicht zwei, drei andere Punkte hier war nochmal die Frage, wie lege ich ein neues Material oder Werkzeug an? Magst du da vielleicht ganz kurz nochmal drauf eingehen, Patrick? Noch ganz kurz hier mein leere Zeichnung. Also wenn ich zum Beispiel ein Standardwerkzeug nehme, dann habe ich hier die Standardfläche, da ist eigentlich noch nichts definiert, also außer die Standardwerte. Also die mache ich einmal, lege ich diese an und dann kann ich hier über die Eigenschaften kann ich sagen, dass das nicht nur eine Flächenmessung ist, aber ein Bodenbelag. Ein Material, was ich vielleicht vorher noch nicht hatte, ist Asphalt, habe ich glaube schon. Und ich kann eventuell noch weitere Eigenschaften, kundenspezifische Eigenschaften angeben, aber das, wenn ich das dann gemacht habe und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann rechtsklicken und sagen, zum Toolchest hinzufügen und die Werkzeugleiste auswählen, wo ich das hinzufügen möchte, zum Beispiel Bodenbelage. Oder ich kann es auch in mein Toolchest aus meine zuletzt verwendete Werkzeuge, das hier ist Bodenbelag, Etikett Asphalt, und einfach rüberziehen in die entsprechende Werkzeugkasten. Also, die habe ich jetzt schon. Also, im Prinzip ganz einfach und somit wächst eigentlich diese Toolkasten organisch mit ihrer Arbeit. Jedes Projekt kommt was dazu. Es wird abgespeichert automatisch. Ein Kollege, der mit den gleichen Projekten, in den gleichen Projekten mitarbeitet, den können Sie das ganze Profil exportieren und zur Verfügung stellen. Noch eine Frage sehe ich, das Platzieren der Legende, also ich gehe mal hier kurz zu dieser zurück. Ich wähle die entsprechenden Messungen aus, die ich in meiner Legende haben möchte. Ich kann es einfach und sage Legende, neue Legende erstellen, oder ich füge es einer bestehenden Legende schon bei, neue Legende erstellen. Ich kann alles, was ich ausgewählt habe, wird jetzt hier gezeigt und ich kann dann auch über die Eigenschaften dann wieder
die Legende so gestaltet, so wie ich haben möchte. Also Schriftgröße, welche Spalte wird ausgewählt, wie wird alles dargestellt, wie ist die Ausrichtung. Also das kann ich über die Eigenschaften dann so gestalten, wie ich haben möchte. Gut. Danke dir, Patrick. Ja, dann noch ein Thema, bevor ich auch in die Berichterstattung übergeht, ist, dass wir haben hauptsächlich jetzt Maßen gemessen. Etwas anderes, was in Plänen natürlich häufig vorkommt, sind Objekte. Und die Objekte, die kann man immer zählen mit den Anzahlmessungen. Das ist hier diese Strich-Ikon, Anzahlmessung. Aber auch hier können wir wieder die Inhalte der Datei nutzen und eine Suche durchführen, um alle Objekte grafisch aufzuspüren, sozusagen. Also ich erstelle ein Rechteck von einem bestehenden Objekt, wovon ich wissen möchte, wie viele davon in entweder diese Seite oder in das ganze Dokument oder in mehrere Dokumente oder einen ganzen Ordner. Also ich kann mein ganzes Bauvorhaben auf einmal durchsuchen, wie viele in diesem Fall Toilette ich brauche. Ich klicke auf Suchen, kann die Empfindlichkeit noch ein bisschen einstellen. Ich kann natürlich wichtig, mehrere Drehungen zu suchen, weil viele Räume auch gespiegelt im Gebäude vorkommen oder gedreht. Nach Farbe filtern, eventuell, wenn ich das gleiche Symbol in verschiedene Farben habe und das unterschiedlich ermitteln möchte. Und auch, ob ich Markups, also mit Markups-Symbole, habe ich gar noch nicht so im Detail erwähnt, aber Sie können diese Toilette genauso als Symbol noch selbst in einen Toolkasten hinzufügen und eventuell dort platzieren, wo Sie noch mehrere gebraucht hätten. Also deswegen wird diese, kann es eventuell auch als Markierung vorkommen. Genau. Und damit durchsucht er jetzt das ganze Dokument. Nochmal ganz kurz die aktuelle Seite, weil das interessiert mich eigentlich am meisten. Und dann die Suche durchzuführen. Und dann hat er also alle, gehe ich mal davon aus, alle Toiletten gefunden und die kann ich dann direkt eine Anzahlmessung anwenden. Und ich habe hier Sanitär Toilette. Ja, muss ich erst alle markieren natürlich. Anzahlmessung Sanitär Toilette anwenden. Und Sie sehen an dem Symbol, dass die alle Objekte gefunden worden sind. Und auch das fließt wieder in meine Markup-Liste hinein. Und draufklicken, Sanitär, Toilette, alles gezählt. Gut, ja, dann habe ich eigentlich all meine Materialien erfasst. Das sind jetzt Flächen, Bodenbelage, Wandfläche, Putzarbeiten, alles Mögliche habe ich jetzt erfasst. Und das findet sich alles zurück hier in unserer Markup-Liste. Und wichtig ist natürlich, dass man dort nur sieht, was man braucht. Und ich kann hier zum Beispiel mit unseren Filtern zeigen, also ich brauche nur Wandfläche oder nur Bodenbelag. Oder ich kann selbst neue Filter erstellen. Ich möchte nur die heute erstellte, also in die letzten 2 Tage, also das ist in dieser Beispieldatei nur, was ich gerade eben erstellt habe. Oder das kann ich auch wieder zurücksetzen. Alles wichtig hier natürlich ist alles ja, materialspezifische. Also wenn ich verschiedene, alles, was Parkett ist, und kriege dann auch die Gesamtwerte von allen Parkettflächen zu sehen. Wichtig ist auch, dass ich einen Bericht erstellen kann. Wir haben es bei den Markierungen nicht so gezeigt. Wir können einen
PDF-Übersicht bei uns ist mehr eine grafische Übersicht mit einem kleinen Vorschau von, in diesem Fall, eine Abmessung oder ein Raum von dieser Abmessung. Aber für die Mengenermittlung ist natürlich ein CSV-Übersicht, was man importieren kann in ein weiteres Berechnungsprogramm, am wichtigsten. Und auch hier kann man die Einstellungen einrichten. Was brauche ich? Welche Spalten brauche ich? Also ich brauche vielleicht nur Bodenbelag. Und wie ist die Ausgabe? Nämlich möchte ich jede Fläche einzeln in meiner Ausgabe oder möchte ich die Gesamtwerte haben? Vielleicht habe ich 100, 200 Räume in diesem Gebäude vermessen, alle mit gleichem Bodenbelag. Am liebsten wäre mir natürlich die Gesamtwerte. Und ich kann diese Konfiguration auch speichern und wieder laden, damit ich immer einheitlich die Berichte erzeuge. Und das auch, weil ich werde das ja letztendlich auch einlesen in mein Programm, dass die Spalten richtig sind und genauso sind wie mein AVA-Programm oder was auch immer für Programm das auch erwartet, damit ich immer einheitlich diese Berichte erstelle. Also hier zum Beispiel eine Übersicht von allen Gesamtwerten im Bodenbelag. Ich schiebe es mal kurz rüber. Also insgesamt 122 Quadratmeter fließen, so viel Teppich, so viel Vinyl, so viel Parkett. Also alles aufgelistet in diese CSV. Noch ein paar andere Spalten, die gerade für diese Art von Material nicht so interessant sind. Also eine Länge wäre zum Beispiel, wenn Sie Rohrleitungen vermessen haben oder irgendwelche Stahl- oder Tragwerksprofile, dann werden die Gesamtlänge wieder interessant. Sie sehen auch schon exportiert ein Spalte Material und Kosten. Das ist etwas, was Sie bei uns in der Markup-Liste verwalten können. Also Material, Kosten, was Sie auch wollen, können Sie als Kunden definierte Spalte hinzufügen, damit Sie schon einen Einblick, eine Schätzung in diesem Programm bekommen, ohne dass Sie noch ein weiteres Programm eventuell dazu brauchen. Also kann man einfache Berechnungen machen von Material, von Volumen, Gewicht, was Sie auch weiter, wenn Sie Bodenarbeiten haben, zum Beispiel, wie viel Tonnen Sand abgeführt werden müssen, was Sie dann hier anhand der Fläche gemessen haben. Gut, genau. Eine weitere Möglichkeit, um die Daten intelligent weiter zu verarbeiten, ist die direkte Verknüpfung mit Excel. Also wir haben hier unsere, das heißt Mengenlink, und mittels dieser Option, die es bei uns in der Extreme-Version gibt, können Sie direkt Mengen verknüpfen mit einem Excel-Dokument. Also dieses Excel-Dokument, wir haben vielleicht ganz kurz den Pop-up gesehen, ist direkt verknüpft mit den PDF-Dokument, also über unsere Quantity-Link. Und somit, sobald ich hier eine Markierung ändere und ich sage, ja, jetzt ist das nicht länger Vinyl, sondern Parkett, sobald das gespeichert wird, dann sehen Sie hier, die Gesamtzahl Parkett sehen sich erhöhen und gleichzeitig auch die Menge Vinyl sehen Sie. Sie verringern, wenn ich das wieder zurückmache. Und somit können Sie das Excel-Dokument mit eventuell weiteren Berechnungen, mit weiterer Intelligenz, was da hinterlegt ist, können Sie direkt verknüpfen mit ein oder mehrere PDFs, also vielleicht auch alle PDFs von einem bestimmten Projekt. Und Sie kriegen die Gesamtmengen sofort aktualisiert in ein Vorlage, wo Sie dann weitere Kostenberechnungen vornehmen können. Und das ist also unser Mengenlink oder Quantity Link in der Extreme-Version. Gut, damit habe ich eigentlich das Thema Mengenermittlung ausreichend behandelt. Gibt es noch
Fragen, Ingo? Ja, also wir hatten vielleicht eine Frage, hatte ich zwischenzeitlich kurz selber beantwortet. Vielleicht zeigst du uns in der Kürze einfach mal, wie man zwei Planstände miteinander vergleicht, wo man dann herausfinden kann, ob sich irgendwas verändert hat. Gerade wichtig genau. Für Generalunternehmer, die ja dann doch wahrscheinlich unterschiedliche Dinge dann wieder zurückbekommen, um dann einfach zu wissen, okay, was hat meine bauausführende Firma da eingetragen, beziehungsweise wo haben sich Änderungen ergeben. Das wäre das eine. Und dann habe ich zum Schluss noch eine Sache zum Thema Kollaborationssoftware. Ein ganz, ganz tolles Wort. Ich hatte es am Eingang mehrfach erwähnt, wie die denn überhaupt funktioniert, was wir denn da eigentlich anbieten in Revo. Genau. Gut, dann mache ich ganz schnell. Ich habe ja gerade schnell von einem Projekt zwei Planstände geöffnet, also Revision 1, Revision 2. Und die beiden möchte ich dann miteinander vergleichen. Also es geht anhand von diesem Beispiel ganz schnell, weil das sind sehr genau generierte Pläne. Wenn ich auf Dokumente vergleiche klicke, schauen wir mal, dass es der richtige ist. Also das ist diese und dann das ist Revision 2, also Revision 1 und 2 habe ich jetzt ausgewählt. Hier sieht man immer die bereits geöffneten Dokumente, die sind hier immer schon in der Auswahl verfügbar. Oder sonst können Sie immer natürlich die Dokumente direkt noch aus Windows auswählen. Ich kann die Dokumente aneinander ausrichten, wenn zum Beispiel ein Maßstab unterschiedlich ist oder Viewports haben sich verschoben gegenüber die neue Planstand, dann kann ich über Punkte auswählen, kann ich genau drei bekannte Punkte in meinen Plan auswählen, damit ich natürlich nur die ursprünglichen Unterschiede, also kann ich ganz machen, drei Punkte. Mit drei Punkten sind Sie immer sicher, dass sich die eventuelle Drehung sogar und eine Verschiebung und auch ein eventuell Maßstabsänderung komplett abgefangen werden, weil das Programm die beiden Pläne aufeinander ausrichtet. Man hat noch die Möglichkeit, die Empfindlichkeit einzustellen. Und was Sie dann sehen, ist, das Bildschirm teilt sich. Und hier sehen Sie die sogenannte Differenzdatei und hier sehen Sie die alte Revision. Und ich kann, weil das Programm auch immer automatisch zoomt zwischen mehrere Fenster, kann ich hier einzoomen und das Programm hat das schon als Änderung aufgemerkt. Also hier sind Einbauschränken in diese Nische eingebaut. Ich kann auch, natürlich werden die auch in der Markup-Liste gezeigt. Also, ja. Das. Und ich kann sie nach und nach beurteilen, bearbeiten. Ich kann eventuell noch einen Status vergeben und ich kann anhand von so einer Änderung auch direkt vielleicht einen Kommentar zurück zu meinem Auftraggeber schicken, dass es dazu noch was zu sagen oder zu diskutieren ist. Jetzt, ja. Und das andere Thema, was du noch kurz angesprochen hast, die Zusammenarbeit in der Cloud. Das ist natürlich ganz neu in unserer Software sozusagen. Die Zusammenarbeit über Studio-Sitzungen. Also wenn ich dann kurz alles hier schließe. Alles schließe, nicht speichern. Und ich öffne eine Sitzung, dann habe ich wieder Zugang zu meinen PDF-Plänen. Aber die PDF-Pläne liegen jetzt nicht bei mir lokal, sondern in unserem Cloud-Server. Also wir nutzen dafür Amazon Web Services in Frankfurt. Also die Daten sind in Deutschland auf unsere deutsche Bluebeam-Server gespeichert und sind da jederzeit zur Verfügung für alle, die im Projekt eingeladen sind, um dort Markierungen, Messungen, was auch immer, Feedback zu geben. Und Sie sehen schon, da wurde schon fleißig gearbeitet hier. Und hier sehen Sie auch echt in dem
sowie in der Markup-Liste. Der Verfasser in diesem Fall ist auch echt derjenige, der diese Markierung erfasst hat oder diese Zählung ausgeführt hat. Sie haben immer die Markierung zu den Personen zuordnen, die diese gemacht hat. Zusätzlich haben Sie auch noch einen Verlauf, also eine Aufzeichnung von Verlauf, wer war da, wer hat was gemacht. Sie können allen gleichzeitig arbeiten, bis zu 500 können gleichzeitig Anmerkungen platzieren. Das ist in einer Sitzung mit bis zu 5000 Seiten oder Pläne. Und alles parallel, aber natürlich auch asynchron. Also ich kann nach einem Tag zurückkommen und sehen, dass mein Kollege da war und mich sogar alarmiert hat auf ein bestimmtes Punkt im Plan. Ich klicke darauf und ich sehe, das hat er gemacht. Und ich kann mit einer Antwort auch darauf reagieren. Habe ich mittlerweile schon gemacht. Ich kann kommunizieren in dieser Sitzung und als Alternativ von das immer durchschicken oder nacheinander bearbeiten von einem PDF sogar, können Sie in kurzer Zeit mehrere Menschen, deren Meinung, deren Anmerkungen auf einen bestimmten Planstand geben lassen und die auch schon auf die Kommentare von anderen reagieren lassen, damit sie nicht verschiedene Iterationen hin und her schicken müssen. Also der möchte das größer und der hat gerade gesagt, das muss kleiner. Sie können es schon während der Sitzung sehen Sie schon, das muss größer gemacht werden, das muss kleiner gemacht werden. Dann muss ich hier jetzt nicht sagen, dass ich das Gegenteil möchte, weil das kann ich mir dann sparen, muss nicht diskutiert werden, kann aber, es gibt auch einen Chat. Und am Ende, wenn Sie diese Sitzung abschließen, Sitzung beenden, dann können Sie die Pläne archivieren mit allen Kommentaren. Sie können den Verlauf archivieren und Sie haben eigentlich eine Aufzeichnung, wie diese virtuelle Plansitzung abgelaufen ist, wer dabei war und das können Sie in Ihrem Projektarchiv speichern und eventuell später noch beurteilen. Sie können auch da anhand davon die bestimmte Verantwortlichkeiten verteilen, um somit die Aktivitäten, die aus der Sitzung hervorkommen, direkt wieder weiterzuleiten an diejenigen, die es beheben müssen. Also. Ja, klasse. Patrick, bleibt dann nur einfach die Frage, wenn ich jetzt selber eine Lizenz von Revo habe und andere Firmen oder andere Projektteilnehmer einlade, brauchen die dann auch eine Lizenz? Ich kann doch nicht davon ausgehen, dass jeder dementsprechend da draußen Revo hat. Wie funktioniert das denn? Stimmt, man braucht das Programm, aber wenn man als Teilnehmer mitmacht in so einer Sitzung, wenn man eingeladen wird, mitzumachen, dann braucht man keine Lizenz für Review. Man kann innerhalb dieser Sitzung stehen alle Werkzeuge, also alles, was ich eigentlich schon gezeigt habe, steht Ihnen zur Verfügung, um in dieser Sitzung mitzuarbeiten. Also wenn Sie dann selbst so eine Sitzung initiieren möchten und andere Teilnehmer einladen möchten, dann brauchen Sie eine Lizenz, um eine Sitzung zu starten. Aber für die Teilnahme an Sitzungen nicht. Ja. Klasse. Ja, super. Da ist auch noch ein weiterer Mehrwert unserer Software, nämlich, dass man andere Firmen, Projektbeteiligte da Frohschaffens mit einladen kann, ohne dass man sich Gedanken zu machen braucht, ob diese Partei dementsprechend dort auch Revo hat. Man wird eingeladen, man lädt sich die Software kostenfrei runter und kann dann, solange dieses Projekt aktiv ist, voll und ganz mitarbeiten, bis man vielleicht selber auf den Geschmack gekommen ist. Ja, Patrick, vielen, vielen herzlichen Dank. Sind wir schon fast am Ende. Jetzt haben wir doch ein bisschen länger gemacht, als wir das ursprünglich wollten, mit jetzt knapp 55 Minuten. Bleibt mir nur noch Zeit, jetzt vielleicht auf zwei Punkte einzugehen, nämlich, dass wir natürlich
als Hersteller Sie jetzt hier heute mit dem Webinar bedient haben. Nichtsdestotrotz, wir haben eine Reihe von Vertriebspartnern in unserem deutschsprachigen Raum. Nur kurz als Hinweis, Sie sehen hier die Partner, mit denen wir in Deutschland, Österreich und Schweiz zusammenarbeiten. Den einen oder anderen werden Sie sicherlich kennen. Das heißt, Sie sind in der Wahl, wo Sie weiter betreut werden möchten oder wo Sie Software gegebenenfalls kaufen möchten, sind Sie frei. Ja, dann sind wir schon fast am Ende. Wenn da Fragen sein sollten, sehen Sie hier unten die Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse. Es kann auch gerne an sales.de@bluebeam.com oder bluebeam.de adressiert werden. Und ganz heiß, heute Morgen kam meine Chefin noch auf mich zu und meinte, Ingo, du musst unbedingt noch was mitteilen. Ja, wir stehen kurz vor Pfingsten. Der ein oder andere, der diese Software schon vielleicht so gut gefallen hat, dass er sagte, ich brauche die jetzt, ich möchte die gerne haben. Hier vielleicht auf der Tonspur, wir haben jetzt im Monat Mai als Pfingstangebot noch ein spezielles Angebot für Sie, was ich Ihnen hier unterbreiten möchte, nämlich wer 5 Lizenzen kaufen möchte. Wir haben sogenannte Arbeitsplatzlizenzen, aber natürlich auch Floating-Lizenzen. Aber wer 5 Arbeitsplatzlizenzen kaufen möchte, der bekommt eine Lizenz umsonst. Ganz toll, immer wenn man irgendwo nochmal einen Werkstudenten hat oder wenn man irgendjemanden noch braucht, der da vielleicht teilweise mitarbeiten kann, das dementsprechend für Sie als Ersparnis. Ich würde mich freuen, wenn wir von Ihnen hören und vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute so rege an der Umfrage teilgenommen haben und vielen, vielen herzlichen Dank für Ihr Zuhören und Ihre Fragestellung und bis bald. Vielen Dank.